Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Roblox Brookhaven. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert unbedingt den Kanal jetzt sofort, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst und drückt die kleine Glocke, damit ihr auch Notifications kriegt, wenn neue Videos geuploadet werden. Und ihr könnt auch gerne auf meinen Community-Discord kommen, da rede ich ab und zu mit Leuten und dann können wir alle zusammen spielen und reden und Spaß haben. Alright, Link ist unten in der Videobeschreibung. Dann viel Spaß mit dem Video! War das der Postbote? Ronja, das hier ist für dich. Endlich ist mein Paket angekommen. Hier, bitte. Dankeschön. Ich kann es kaum erwarten, das aufzumachen. Was ist denn das? Halt eine Kleinigkeit, die ich bestellt habe. Okay, na gut. So, endlich ist es da. Aber ist ja noch gar nicht alles drin. Ich glaube, wir müssten noch mehr Pakete kommen. Mama, hast du den Postboten nochmal gehört? War er da? Ronja, noch eins für dich. Yippie! Okay, langsam kommt's zusammen. Was ist es denn? Ach, nur ein paar Klamotten und ein bisschen Make-up und neue Schuhe, Bikinis. Ist jetzt ja auch bald wieder Sommer. Sonnencreme. Ich habe mir tatsächlich ein paar Haarextensions gekauft. Und, bisschen neue Deko für mein Zimmer. Neue Kissen, Bettbezüge. Das ist etwas viel. Ja, das war aber noch nicht alles. Der Rest kommt noch. Ich habe noch ganz viel Katzenzubehör. Und morgen müsste dann auch meine Katze geliefert werden. Was? Meine Katze? Ich habe doch schon mal gesagt... Ach, Mama, erinnerst du dich nicht? Gestern, wir haben drüber geredet. Ich habe gesagt, oh mein Gott, ich habe hier eine richtig süße kleine Katze gefunden im Internet. Ich bestell die. Ich hoffe, das ist ein schlechter Witz. Nein, ich würde nie Witze über Katzen machen. Geh auf dein Zimmer. Okay, sagst du Bescheid, wenn der Postbote kommt? Ja. Okay, gut, ich muss nämlich noch alles aufbauen. Der Kratzbaum baut sich nicht von alleine auf. Übrigens, nur damit du Bescheid weißt, ich habe zwei bestellt. Einen für hier, ich dachte, der kann ganz gut in die Ecke. Und einen großen, der kann dann vielleicht... brauchen wir den Kamin dringend? Ronja, auf dein Zimmer, bevor ich dich verkaufe. Vielleicht kann ich den anderen Kratzbaum auch hier hoch machen. Aber hier sind die Decken so niedrig. Aber vielleicht reicht's für einen kleinen oder so. War wieder einer da? Ronja, das kann's doch nicht sein. Warum denn nicht? Du kannst nicht so viel bestellen. Okay, dann bestelle ich ab heute weniger. Das kostet alles Geld. Aber ich habe noch ein paar Sachen vergessen. Ich muss kurz hoch und ich muss noch Futternäpfe bestellen. Und unbedingt Katzenkörbchen. Ich hoffe, das war das letzte Paket. Ja, klar, das war das letzte Paket. Sonst gibt's Ärger. Nein, es kommt gerade der Postbote rein. Paket für Ronja. Danke, ich nehme das kurz. Auf dein Zimmer. Okay, es tut mir leid, Mama, ich bestell halt gern mal was. Immer so griesgrämig, dann spiele ich immerhin ein bisschen Roblox am PC. Ronja, ich muss mit dir reden. Okay, was gibt's denn? So geht das nicht. Ja, wie gesagt, sorry, ich brauchte halt die Sachen für die Katzen. Guck mal, ich habe hier gerade die zwei Hunde gefunden. Die suchen auch ein neues Zuhause. Vielleicht können wir die auch noch bestellen. Die können sich sicher voll gut mit dem Kätzchen anfreunden. Ich habe auch gelesen. Ronja, was denn? Du gibst mein ganzes Geld aus. Das war's. Aber die Hunde, diese Hunde ist zu Hause. Die sind das ganz alleine. Und unseres Kätzchen? Ich kann das nicht mehr. Was kannst du nicht mehr? Du bekommst eine neue Familie. Ja, klar. So wie die letzten 50 Mal, als du das angedroht hast. Komm mit. Okay, wo geht's denn hin? So, hier wären wir. Siehst du den weißen Sportwagen, der da drüben brennt? Vielleicht kann ich mir auch so einen bestellen. Der sieht cool aus, halt ohne das Feuer. Ronja! Dann halt nicht, ich bestell den vielleicht später. Schluss jetzt, geh da rein. Ja, ich bin ja schon drin, was möchtest du denn? Du kommst in eine neue Familie. Okay, alles klar. Ich suche mir eine Nachricht angekommen. Okay. Hallo, Adoptionslady. Ich weiß nicht, ob Sie das gerade gehört haben. Aber ich würde gerne eine neue Familie suchen. Willkommen im Adoptionscenter. Hi. Eine neue Familie? Ja, genau, ich bräuchte dringend eine. Meine Mutter hat gerade gesagt, es wird jetzt an der Zeit. Tut mir leid, wir haben gerade keine. Ja, aber meine Mama hat mich hier gerade ausgesetzt. Ich brauche dringend jetzt eine neue Familie. In 3 Monaten vielleicht. Okay, dann kann ich wenigstens meine Handynummer hier lassen? Okay, gerne. Alles klar. So, ich gebe die hier einmal ein. Und dann rufen Sie mich gerne an, wenn Sie jemanden finden. Am besten noch früher, sonst wohne ich. Tschüss. Okay, ist hier scheinbar völlig egal. Wie soll ich jetzt eine Familie finden? Wo soll ich jetzt leben? Okay, wo findet man denn eine Familie heutzutage? Ich gehe erstmal zum Starbucks und... hallo? Eine kleine Spende bitte. Es tut mir leid, ich habe selber nichts. Ich wurde gerade von meiner Mama rausgeworfen. Oh nein, du armes Ding. Ach, alles gut. Euch geht's ja wahrscheinlich auch nicht so viel besser. Warst du schon im Adoptionscenter? Ja, da komme ich gerade her. Aber die meinten, die haben keine Familien für die nächsten 3 Monate. Und ich habe meine Handynummer hingetan, aber viel mehr kann ich nicht tun. Oh, ich hoffe, dass ich mein Handy zwischendurch auch überhaupt laden kann, damit die mich erreichen können. Oh Mann. Ja, keine Ahnung. Wie habt ihr das gemacht? Lebe ich jetzt auf der Straße?
Wie wär's denn, wenn du mit uns lebst? Das wäre super lieb. Ich meine, ihr kennt euch wahrscheinlich besser aus als ich. Wir adoptieren dich. Oh, danke. Okay, ich bin Ronja. Hi. Wo wohnt ihr denn? Unter der Brücke. Ich zeige es dir. Alles klar. Oh, okay. Schön hier. Hier wohnen wir. Besser als unter der Brücke, was du eigentlich meintest. Tut mir leid. Es ist nicht das Beste. Es ist ein Dach über dem Kopf und vor allem jetzt, wo gerade die Sonne untergeht, ist es, glaube ich, das Beste, was man sich wünschen kann. Mehr haben wir leider nicht. Oh, schon okay. Komm mit rein. Oh, hier ist gar keine Tür. Okay. Und das Fenster ist auch kaputt. Oh, hier ist ganz schön kühl drinne. Wir haben irgendwo noch einen Schlafsack. Den kannst du haben. Oh, wirklich? Danke, das ist voll lieb. Okay, danke schön. Warte, aber wo schläfst du? Ich schlafe am Boden. Oh, ist dir nicht kalt? Keine Sorge, Ronja. Okay, dann danke schön. Wir sind das schon gewöhnt. Oh, das klingt nicht so schön, aber wir können sonst auch tauschen oder abwechseln. Schlaf gut und mach dir keine Sorgen. Okay, danke und gute Nacht. Naja, gut geschlafen habe ich nicht, aber ich schätze mal das Beste, was man erwarten kann. Guten Morgen, Ronja. Morgen. Wie hast du geschlafen? Ganz gut. Was machen wir jetzt? Also, wie sieht euer normaler Tagesablauf aus? Gehen wir, bleiben wir hier? Oder gehen wir raus? Oh, mein Magen knurrt. Ich habe so lange schon nichts mehr gegessen. Das letzte Mal noch bei meiner Mama zu Hause. Ronja, du und ich gehen in den Park Essen holen. Oh, okay, das klingt cool. Was machst du? Ich versuche weiter Geld aufzutreiben. Okay, dann wünsche ich dir viel Glück. Wollen wir los? Ja, komm mit. Okay. Was machen wir? Oh, hier ist der Kleidungsladen. Vielleicht können wir ein paar neue Klamotten kaufen. Mit den Hosen wird es langsam ein bisschen kühl. Und du hast ja auch nicht mehr wirklich was Neues an. Tut mir leid, Ronja. Wir haben kein Geld. Oh, ups. Ja, Entschuldigung. Ja, stimmt. Klamotten sind teuer. Habe ich mir eigentlich denken können. Oh, aber vielleicht einen Kaffee oder ein Eis? Leider auch nicht. Wo holen wir uns denn ein Essen, wenn wir uns nichts kaufen können? Im Obdachlosenheim. Oh, okay. Das ist gar nicht schlecht. Da war ich noch nie. Aber wenn die uns da kostenloses Essen geben, dann wird es wahrscheinlich mein neuer Lieblingsplatz. Ich liebe Essen. Warte, kriegt man da so viel, wie man will? Ist es so eine Art All-You-Can-Eat-Buffet? Hallo. Wir sind hier, um was zu essen. Wir sind obdachlos. Heute gibt's Suppe. Was denn für Suppe? Lauchsuppe. Oh, habt ihr noch andere Suppe? Habt ihr vielleicht Hähnchensuppe? Oh, oder Nudelsuppe. Ich liebe Nudelsuppe. Oder Kartoffelcreme. Nein. Okay, dann einen großen Teller Lauchsuppe, bitte. Du bekommst dieselbe Portion wie alle. Ja, klar. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich gestern das letzte Mal gegessen habe. Und ich bin auch noch im Wachstum. Tut mir leid, aber gleiches Recht für alle. Es scheint fast gar nicht so, als würde es ihm leid tun. Es ist ihm völlig egal. Was ist denn das? Wie kann man denn so gelangweilt bei seinem Job sein? Aber gut. Gut, dann hätte ich gerne deinen normalen großen Teller Lauchsuppe, bitte. Beeil dich. Kommt gleich. Okay, dann können wir uns ja schon mal hinsetzen. Wie oft am Tag kommen wir hierher? Einmal. Warte, du willst mir sagen, dass heute meine einzige Mahlzeit ein Teller Lauchsuppe sein wird und ich habe sonst gar nichts den restlichen Tag? Tut mir leid, Schatz. Ich schätze, ich werde mich dran gewöhnen müssen. Vielleicht kann ich ja auch noch Geld verdienen. Du kannst dir einen Job suchen vielleicht. Ja, das wäre eine gute Idee. Dann mache ich das. Dann suche ich mir einen Job und dann können wir alle 3 Portionen am Tag essen. Das wäre toll. Keine Sorge, ich finde sicher was. Weißt du was? Ich gehe direkt runter zur Post und frage, ob die mir einen Job geben. Wir sind ja gerade vorbeigekommen. Und dann besorge ich uns ein bisschen Geld. Okay, Schatz. Hallo, ich suche einen Job. Hi, wie kann ich helfen? Wie gesagt, ich würde gerne als Aushilfe hier arbeiten. Ich brauche ein bisschen extra Geld. Ein Job? Okay, dann brauche ich Namen und Adresse. Okay, mein Name ist Ronja und ich habe gerade nicht so richtig eine feste Adresse. Ich wohne, kennen Sie die alte Hütte hinterm Flughafen auf dem Feld? Da wohne ich im Moment. Wie jetzt? Ich bin aktuell obdachlos. Meine Mutter hat mich rausgeworfen. Und ich wohne mit 2 ganz anderen lieben Obdachlosen zusammen in der Hütte. Obdachlos? Ja, aber ich kenne mich gut aus mit Paketen. Ich habe früher super oft Sachen bestellt. Hier, die Box zum Beispiel, die kann ich nehmen und die kann ich zu einem Haus bringen. Geh weg. Aber ich kenne mich wirklich gut aus. Ich war großer Besteller früher. Sie kennen mich doch. Oh, oder ihr Auslieferer, den kenne ich. Vielleicht kann ich mit dem reden. Du bist doch nur ein Betrüger. Ich bin kein Betrüger, nur weil ich gerade keine feste Wohnung habe. Ich kann hier die Sachen ausliefern. Weg mit dir, Diebin. Du klaust sicher alles. Nein, das würde ich wirklich nicht machen. Ehrenwort. Weil du kein Geld hast. Okay, wenn sie mir nicht glauben, dann arbeite ich halt woanders. Wiedersehen. Okay, das ist natürlich schlechte Neuigkeiten.
Tut mir leid, ich habe den Job nicht gekriegt. Der meinte, ich klaue wahrscheinlich nur die Pakete, weil ich ja kein Geld habe und weil ich keinen festen Wohnort habe im Moment. Das bekommen wir auch immer zu hören. Und was macht ihr denn? Wie verdient ihr euer Geld? Wir betteln. Okay, ich schätze mal, dann mache ich damit. Und wir sprechen jetzt einfach alle an, die vorbeikommen? Ja. Yep. Okay, weißt du was? Ich gehe mal rein und frage den Eisladenmann. Vielleicht hat der ja sonst einen Job für mich. Oder der hat Geld für uns. Ich frag mal. Hi. Ich möchte kein Eis kaufen. Aber ich hätte wirklich gerne einen Job und gefühlt wollte niemand mir einen geben. Oh, bitte nimm meinen Job. Ja, mit Vergnügen. Ich hasse diesen Laden. Oh mein Gott, ja, super gerne nehme ich deinen Job. Aber ich habe keine feste Adresse, ist das okay? Ach, du arbeitest einfach statt mir und ich gebe dir mein Gehalt. Oh, das würdest du machen für mich? Ja. Aber warum kündigst du nicht einfach, wenn du deinen Job so hast? Die lassen mich nicht. Oh, okay. Ja, weißt du was, kein Problem, ich nehme gerne deinen Job. Du fängst jetzt an. Oh, okay. Dann kannst du der Frau vor dem Laden Bescheid sagen, dass ich jetzt hier arbeite? Ja. Okay, hi, wie kann ich dir helfen? Bubblegum? Oh, hi, ich arbeite jetzt hier. Ronja, du hast es geschafft. Ja, und mit dem Geld können wir so viel essen, wie wir wollen. Ich bin so stolz auf dich. Dankeschön. So, das war's mit dieser Folge Roblox Brookhaven. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal, da verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Und dann sehen wir uns im nächsten. Macht's gut, tschüss.